Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsbocker der Welt und auch herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und diesmal geht es um eine Dame, die wir hier noch gar nicht behandelt haben. Zara Secret hat fast 300.000 Follower auf Instagram und sie hat einige Stories rausgehauen, die meiner Meinung nach gar nicht gehen. Ich werde extra kein Material von ihr verwenden, damit sie hier das nicht einfach runternehmen kann, das Video. Und ich werde hier nach Artikel 5 meine freie Meinung. Äußern, ja, was auch erlaubt ist, sobald man einfach nur sachlich die Meinung zu einer Person sagt, ohne beleidigend zu werden oder Rufmord zu begehen. Und das werde ich jetzt hier tun und ich bin sehr gespannt, ob ich auch äh, wie andere, die im Hintergrund äh, schon mit Anzeigen und Co bedroht wurden, auch noch angeschrieben werde. Ich lasse mich auf jeden Fall dort nicht einschüchtern. Ja, und ich werde das Video hier auch online lassen, weil das hier finde ich sehr wichtig ist. Denn wir zäumen das Pferd jetzt mal von hinten auf und sagen: Mensch, wir fangen jetzt erstmal an, was ist denn jetzt überhaupt passiert? Zara Secret hat, wie gesagt, fast 300.000 Follower, ist also durchaus erfolgreich auf Instagram. Und ihre Mutter hatte leider schon mal Brustkrebs. Und sie hat dann so ein kleines Interview im Auto gehalten mit ihrer Mutter und so ein bisschen mit ihr gesprochen und sie so ein bisschen ausgefragt, wie das damals bei ihr war. Und vorneweg, ich möchte eine Sache sagen, ja, wenn jetzt eine Person die Diagnose Krebs bekommt, egal welcher, finde ich es vollkommen legitim, dass man sagt, okay, die Chemo sehe ich kritisch oder auch die Bestrahlung, was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Man sollte sich immer alle Möglichkeiten finde ich anhören und auch verschiedene Ärzte aufsuchen, bevor man sich dann für einen Weg entscheidet, finde ich. Man kann aber auch sofort sagen, okay, ich mache die Chemo, das hat sich bewährt und fertig, aber ich würde mir auch alles anhören und die Mutter hat gesagt, die Chemo möchte ich nicht, die Bestrahlung war nach der OP, wo der Tumor entfernt wurde, nicht möglich, weil sie Entzündungen im Körper hatte und Sie hat sich dann, weil sie sich gegen die Chemo äh, geweigert hat, dann einen Arzt, also eine Hausarztpraxis mit einer äh, anderen Herangehensweise ähm, empfohlen bekommen und ist dort dann hingegangen. Und dort hat man eine andere Therapie gewählt ähm, ja, und die hatte zum Beispiel auch ähm, zur Folge, dass sie halt Supplements auch genommen hat, also Vitamine. Nochmal hochdosiert bekommen hat und ähm, auch eine Fiebertherapie, das war wohl über sechs Monate dann und dann war sie dann auch Krebsfrau und sie ist jetzt seit Jahren gesund und ich freue mich für sie. Also, wie gesagt, auch wenn Sarah Secret das sieht, also alles gut an deine Mutter, das ist das Wichtigste, dass die Leute gesund sind. Ja, und ich finde das vollkommen legitim, wenn Leute sagen, Mensch, äh, ich habe mich jetzt für den Weg entschieden, vielleicht einen anderen Weg zu gehen als jetzt den ersten, der mir vorgeschlagen wird vom Arzt. Finde ich auch vollkommen okay, ja würde ich vielleicht auch nicht anders machen. Aber was ich ein bisschen schwierig finde, ist, wenn man dann in den Stories zwischen den Zeilen sagt, ja, ich bringe auch bald das beste Produkt raus und ich bringe ja bald auch noch Vitamine und Zink und ich bringe das alles her. und viel besser, ihr wisst gar nicht, was auf euch zukommt, das immer mal zwischen den ja, so nach so einer emotionalen Geschichte, ja, die hoch emotional ist. Und Krebs ist immer für jede Familie auch ein absoluter Schicksalsschlag. Viele sterben dran, viele haben viel Hoffnung und sagen: Okay, das ist vielleicht meine letzte Chance. Was erzählt ihr da? Ich höre mir jetzt gerade das an und sage: Oh Gott, es hat jetzt gerade mit der Chemo nicht geklappt und vielleicht ist das nochmal meine Chance, wenn ich jetzt die Vitamine kaufe bei ihr oder bei anderen, äh, dass, dass das dann vielleicht wirklich hilft. Und. Ähm, äh, man gesund wird, ja, jeder kranke Mensch hat nur einen Wunsch, äh, gesund werden, ja, und ähm, das ist natürlich eine Hoffnung, die da auch mit äh, reinspielt, die ich dann schon perfide finde, das ist meine persönliche Meinung, ich finde es sehr perfide, wenn man eine Story macht und das dann so auf, so ein kleines Interview ist ja schön und gut und dass man sagt, ey, es gibt auch eine andere Möglichkeit, ähm, den Weg einzuschlagen, aber dann halt diese, ja, schon fast Schleichwerbung zu betreiben, dass man ja auch bald das alles hier nochmal Sachen rausbringt und dass man ja so überzeugt ist davon. Ähm, ist ja schön und gut. Und wie gesagt, nichts gegen Supplements. Also ich nehme zum Beispiel auch selber Omega-3 oder äh, Vitamine auch mal zusätzlich äh, zu mir, weil ich das über die Nahrung echt schwierig finde, persönlich das immer zu schaffen. Aber ich finde es dann halt mit so einer Krankheit im Verbund und das als ja, mehr oder weniger Wundermittel auch anzupreisen, wie in einer anderen Story. Ähm, dass das ja so toll gegen Krebs auch helfen kann, ähm, finde ich schwierig. Ja? Also theoretisch könnte man auch sagen, ja, viel Telefonieren kann helfen. Also ja? <laughs> jetzt mal als blödes Beispiel. Und dann würde ich sagen, ja, ich habe während meiner Therapie sehr viel telefoniert mit Freunden. Das hat mir super geholfen und ich glaube, das hat dann auch das Ganze besiegt. Ja? Das könnte man jetzt auch einfach so hinstellen. Glauben wir, dass fünf Leute, die da zuschauen, versteht ihr, was ich meine? Und das finde ich halt so ein bisschen schwierig, gerade wenn man damit auch noch mal Geld verdienen will. Also wenn Sie jetzt das nicht mit dem selber solche Produkte rausbringen wollen würde, würde ich auch sagen, ist auch schwierig bei der Reichweite und wie zu sagen, ey, das könnte jetzt äh, ähm, das Wundermittel sein. Ja, das würde ich auch noch mal hier ganz klar sagen. Ja? Ähm, klar kann man den Leuten auch mal sagen, ey, fragt euren Arzt, ob es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten gibt ja? und überlegt dann selber, was für euch das Beste ist. Das finde ich jetzt gar nicht so tragisch, aber ich finde es wirklich tragisch, wenn man diesen Hintergrund hat, etwas später zu verkaufen, so eine emotionale Geschichte nimmt und dann halt auch die Hoffnung der Leute äh, im Prinzip dann in Zukunft vielleicht sogar ausnutzt, indem man da irgendwelche Geschichten erzählt, ähm, die vielleicht einmal oder zwei oder fünfmal gut klappen, aber vielleicht auch 90 mal schief gehen können, wenn man sich jetzt darauf verlässt, ja? äh, diese Vitamine zu sich zu nehmen und dann halt nicht das macht, was der Arzt sagt. Und das haben jetzt auch Ärzte ja, auf Instagram zu Hauf zum Thema gemacht, wo die auch gesagt haben, ey, das geht gar nicht, dass Leute, ja, bitte, das möchte ich jetzt hier bitte, konzentriert euch, Ausrufezeichen, ich sage jetzt was ganz Wichtiges: Influencer ohne jegliche medizinische Ausbildung sollten euch nicht erzählen, was ihr ja einzunehmen habt, was richtig ist und was falsch, ja, die können euch gerne ihre Geschichte erzählen, ja, was sie zum Teil ja auch gemacht hat, ja, aber ich finde es dann schon so ein bisschen perfide halt, wenn es in so eine Richtung geht. Ähm, wenn man das selber verkaufen will beziehungsweise das auch immer mal in den Stories als Wundermittel anpreist, wie toll das doch alles ist, das finde ich äußerst schwierig und auch verwerflich und das muss kritisiert werden. Das haben auch Ärzte. Ähm, den ist da wirklich äh, der Puls ziemlich hochgestiegen bei den Videos, die ich da auch gesehen habe, wo ich auch gesagt habe, das kann nicht sein, es ist Influencer. Das ist ja nicht nur sie, es gibt ja verschiedene, auch andere Leute. Ihr könnt auch gerne Namen unten ergänzen. Ich habe sie jetzt als Beispiel genommen, weil das jetzt gerade so aktuell ist. Ähm, wo ich sage, ey, das kann nicht wahr sein, dass irgendwelche Influencer ohne jegliche medizinische Ausbildung, ohne wirklich das studiert zu haben, Arzt zu sein oder wirklich auch ähm, ja, Spezialist in dem Thema zu sein, irgendwie ähm, Dinge mit reinzunehmen, wo ich sage, ach, oh, ja klar, eine gute Ernährung, Sport, wenig Stress sind alles Dinge, äh, die auch einen gesunden Körper äh, ja im Prinzip pushen können, ja, oder oder erhalten können oder vielleicht auch einen Krankenkörper bei gewissen Krankheiten auch unterstützen können. Und auch sicherlich ähm, kann das bei gewissen Krebsarten auch wichtig sein, dass man Dinge zuführt. Das kann aber auch bei anderen ähm, Krebsarten sehr schwierig sein, wenn man dann Supplemente nimmt. Das muss immer mit einem Arzt abgesprochen werden. Äh, sie hat ja auch Gott sei Dank neben, im Nebensatz erwähnt, dass das auch immer mit so einer Hausarztpraxis war, ja, die Blutbilder genommen haben und es auch immer kontrolliert haben, ob das anschlägt oder nicht, ja, und dann finde ich das auch vollkommen, also den Weg, den die Mutter gegangen ist, finde ich vollkommen in Ordnung, aber das, was jetzt sie draus gemacht hat, finde ich äußerst verwerflich, ja, das möchte ich ja auch nochmal ganz klar sagen und am Ende ist es einfach schön, dass sie wieder gesund ist und bei ihr das geholfen hat, äh, den anderen Weg zu gehen, aber ich finde es trotzdem halt schwierig, ähm, ja, in den Nebensätzen und, und so wie das in der Story da rausgehauen wurde, äh, ja, Ganz, 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 ganz schwierig. Ja. Und ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ihr werdet es ja sehen, ob ich Post bekomme oder nicht. Ich halte euch auf dem Laufenden, aber ich denke, man kann mich verstehen. Und wenn selbst Ärzte jetzt schon auf 180 sind nach der Nummer, dann ist es, glaube ich, jetzt umso wichtiger, dass man hier auf YouTube auch noch mal euch ins Gewissen redet. Weil ich glaube, auch viele ihren Lieblingsinfluencern alles glauben. Ja, leider Gottes, oder viel mitnehmen auch ich merke, dass immer mehr, dass viele halt auch vieles, was ich sage, dann gut finden oder vielleicht was ich auch schön finde, aber wo man auch sagt: Okay, äh, trotzdem hinterfragt die Leute immer. Ja? Wollen die vielleicht irgendwie nur was verkaufen oder nicht? Ja, und ähm, wie gesagt, das ist vollkommen in Ordnung, wenn man ein Produkt rausbringt und sagt: ey, Vitamin C ist super, äh, stärkt das Immunsystem. Ja, und ich habe hier ein Produkt rausgebracht, da stehe ich voll hinter. Ja? Ich bin von der Produktion bis zum Vertrieb. Alles wird über meinen Tisch hier gehen, ja, und ihr könnt euch darauf verlassen, das ist super. Dann kann man das machen, aber mit so einer emotionalen Geschichte und dann es als Wundermittel zum Teil zu verkaufen, irgendwelche Präparate, finde ich äußerst perfide und verwerflich. Ich hoffe, man hat mich jetzt verstanden. Ausrufezeichen zum Ende. Das soll es dann auch für heute schon gewesen sein. Ich fand das jetzt mal ganz wichtig, einen kleinen Talk für zwischendurch. Ich hoffe, das gefällt euch. Und wenn ihr Gossip dieser Art mögt, lasst gerne ein kostenloses Abo da, schaut gerne in eines der letzten Videos rein und dann sehen wir uns die nächsten Tage wieder. Bis dann und ciao, ciao.